Happy Friday, Happy Nikolaus, Happy 6. Dezember. Wir haben 8:30 ziemlich genau, draußen sind 2 Grad, also typisch Dezember auf jeden Fall. Und ich stehe hier seit 2-3 Minuten. Ich glaube, da vorne ist irgendwo ein Unfall passiert. Ich bin noch in Dormagen. Bin gerade 2 Minuten los, aber hier tut sich irgendwie so gar nichts. Das ist natürlich immer eine super Voraussetzung für da, wo wir heute hinwollen. Aber noch sagt mir mein Navi, dass wir pünktlich sind. Von daher erstmal halb so wild. Die Autobahnauffahrt ist auch da vorne. Es ist jetzt nicht allzu weit weg. Ja, jetzt wird mir im Navi auch rot angezeigt. Ja, was machen wir? Wir fahren zu Herr Lafer nach Guldenthal. Ich bin voll gespannt. Ich bin aufgeregter, als ich das war, als wir den Herr Valestro, den Buddy, getroffen haben. Ganz komisch. Ich glaube, es liegt aber eher daran, dass da Mädels mit dabei sind. Wir sind insgesamt 5 Mädels, glaube ich, mit mir, die ich so alle nicht kenne und die auch zum Teil eine relativ große Reichweite online haben. Und weiß ich nicht, sowas macht mich halt immer total nervös. Oder halt, ja, bin einfach etwas aufgeregt. Ich glaube, dass das mit dem Herr Lafer selber, da mache ich mir gar keine Gedanken drum. Da freue ich mich mega drauf. Ich habe ihm auch meine Palette mitgenommen. Die liegt auch hier neben mir. Die wollte ich ihm als kleines Zückerli einfach mal da lassen von mir. Tut sich was? Ganz bisschen. Ja, ich weiß selber nicht so richtig, was mich erwartet. Ich hatte den Anruf bekommen, ob ich da Bock drauf hätte vor nicht mal einem Monat. Also das ist für so Eventverhältnisse eigentlich sehr, sehr spontan gewesen. Aber ich dachte mir, warum nicht? Ich will es auf jeden Fall mitnehmen und will mir mal anhören. Und einfach anschauen, was eventuell da so zustande kommt. Okay, ja, ich glaube, ich melde mich einfach, wenn ich da bin. Ich sollte um 10.23 Uhr da sein, also in knapp 2 Stunden. Ein ganz glamouröses Toiletten-Update. Ich bin in Guldenthal angekommen, im Kaiserhof. Oben wird auch schon aufgebaut. Ich wollte mich jetzt einmal kurz frisch machen, ankommen, einmal auf Toilette gehen. Und ja, ich glaube, dann geht es oben schon los. Ich habe die Mädels noch nicht gesehen, aber ich gucke mal, ob ich die jetzt gleich noch finde. Es ist irgendwie noch voll das Wirrwarr und Gekringel, aber wir gucken mal. Und ich bin jetzt auf jeden Fall heile und pünktlich angekommen. Du sprichst zu mir. Ah, okay. Wir quatschen. Warte, habe ich hier laut was? Okay, wir sind mal gespannt. Okay, bist du soweit? Sekunde. Ton? Sekunde. Die Tür ist noch offen, Jungs. Läuft. Kamera läuft. Lafer CDP, dieser Textsitzer. Was war das, was dich am meisten überrascht hat? Wie unterschiedlich wir einfach alle Empfindungen hatten, was dem einen mehr wichtiger war als dem anderen. Ja. Was hat dir am besten gefallen heute? Also was war die Idee, die dir am meisten, also was war die Idee bei der App, die dir am meisten gefallen hat? Ich finde es einfach cool, dass die Idee dahinter eben die ist, dass... Das war toll. So gut gemacht. Ja? Ja. Das war's schon. Will dir noch was? Ich brauche nur einen Kameramann mit Ton. Wie sieht's bei dir aus? Anstehen. Alles gut. Weil wenn dann immer das bei ihr drin wird, ich sehe ja alles aus. Es geht darum, sie fassen Schleim. Wenn ich eine finde? Ja. Ich gehe mal gucken. Guck mal, wie du das findest. Ansonsten kannst du dich vorbereiten für... Also ich bin ganz schön fertig aus gerade, aber egal. Wir haben gerade ein bisschen Päuschen. So ist es nicht ganz gut. Wir haben gerade ein bisschen Päuschen. Haben jetzt, ich glaube, 1:30 oder so schon. Und Lebkuchen am Essen. Kaffee am Trinken. Reden jetzt noch was weiter. Ich weiß nicht, ob ich euch heute Abend eventuell mal so richtig 100% aufkläre, warum ich überhaupt hier bin. Aber ich glaube, alles, was ihr jetzt wissen müsst, ist eigentlich nur die Entwicklung einer App. Nicht meiner App, sondern einer App. Bezüglich Rezepte und sowas. Und wir sind so ein bisschen als Experten hier halt eingeladen. Das heißt, das machen wir. Wir quatschen jetzt gleich noch ein bisschen weiter.
im, was ist das, Konferenzraum oder whatever. Und ich glaube, in einem Stündchen auf zwei sollten wir dann rüberlaufen zum Herrn Lafer. Wirklich nur die Straße runter, 100 Meter. Und dann geht's da weiter, bin ich mal gespannt. Kein Problem. Ja, so wie eben. Kein Problem. Das werden wir häufiger gerne mit ihm geben. Sicher, kann ich auch gleich gerne nochmal machen. Ich check nochmal einmal hier. Schärfe, bla bla. Das überhaupt Sinn macht, so wie es aussieht. Guck, jetzt mal die ganzen Kamerakollegen hier. Oh nein! Ich bin schon ganz verlegen. Ich freue mich auf jeden Fall mega, 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 den Herrn Lafer gleich kennenzulernen. Okay, dann. Okay, hast du das so gerade da reingebracht? Kannst du noch mal einen Typ von der Wand wegkommen? Ja. So? Genau. Und dann nehmen wir da einfach das jetzt mal auch in Ton mit, ja? Oh wei, ich blubber einfach mal, ja? Ja, läuft. Okay, alles klar. Ja, jetzt gleich geht's dann auf jeden Fall die Straße runter zum Herrn Lafer, wo wir uns einmal vorstellen können und mit dem dann halt noch weiterhin über die App sprechen, dem das auch mal so ein bisschen nicht schmackhafter machen, aber noch mal ein bisschen näher bringen, weil der sich da anscheinend ein bisschen schwer tut, aber... ich denke, da muss man sich halt einfach ein bisschen reinfuchsen, wo ich mich auf jeden Fall schon mega freue. Also wird noch mega spannend und der Tag läuft auf jeden Fall schon super. So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen länger in die Kamera blubbern, damit die Kameramänner das aufnehmen können. Ich habe gerade meinen Zimmerschlüssel bekommen. Das ist eigentlich ganz süß und halt noch richtiger Schlüssel. Keine Ahnung, das Zimmer ist jetzt nichts Wildes. Es ist halt einfach sehr so altmodisch, aber trotzdem solide. Ja, wenn ihr das einmal sehen möchtet. Einmal so. Und sogar noch mit Fernsehzeitung. Classic. Und die Aussicht ist halt keine. Aber es macht doch nichts. Ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder runter. Ne, vielleicht gehe ich noch einmal abholen. Und dann reden wir noch mal ein bisschen weiter über die App selber. Und dann geht es gleich halt, wie eben schon mal gesagt, zum Herrn Lafer. Und die Runde an sich ist mega, mega cool. Also die Mädels, die wir da haben, neben mir, vielleicht gucke ich mal, ob ich euch die gleich noch irgendwie so ein bisschen vorstelle, weil die sind auf jeden Fall richtig, richtig cool und einfach die Runde an sich ist einfach so viel. Ich war ein bisschen nervös, weil ich dachte, oh Gott, ich hoffe, die mögen mich, bla bla, aber weiß ich nicht, es ist einfach irgendwie, läuft einfach. Wir haben jetzt kurz vor 3. Und um 3, also wir haben jetzt 3:10. Und um 3 sollen wir uns alle unten wieder treffen. Und dann gehen wir rüber zum Herrn Lafer und haben da so eine Art Meet and Greet, bevor wir halt anfangen zu kochen. Ein bisschen Trockenshampoo. Ja, bin mal gespannt, wie das läuft. Gerade ein bisschen ärgerlich. Mein Autoschlüssel ist so halb abgebrochen. Ich kann zwar morgen immer noch nach Hause fahren, aber heil ist der trotzdem nicht. Das heißt, das ist ein bisschen arschig. Da muss ich mal gucken, wie ich das dann kläre. Gut, dass wir noch einen Ersatzschlüssel haben. So, nicht ganz so dramatisch. Aber ja, ich mache mich jetzt halt einmal frisch. Dann gehen wir rüber, habe ich euch gesagt. Und dann kochen wir und bevor wir essen, kommen wir aber alle nochmal rüber, machen uns frisch, dürfen uns ein bisschen schicker anziehen, sollten nämlich festlich gekleidet da antanzen und dann ist halt das eigentliche Dinner-Date. Mal gucken. Ist vorbei und wir gehen jetzt rüber zu Johann und sind schon gespannt, was er für uns hat. Voll aufgeregt! Das wird so viel! Und es ist echt nur, da schlafen wir und das Haus vor uns ist, sind wir schon richtig. Also ein kurzer Weg, ist aber auch besser, weil es eisekalt ist. Ich werde mal wieder mitgefilmt. Voll die Doku hier, ey. Voll was los. Oh Mann. Okay. Kamera. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, ich habe Marmorkuchen gemacht. Ja, Klassiker. Das hatte, keine Ahnung, 300.000, 400.000 Aufrufe. Das war auf Instagram. Aber da hatte ich, zu der Zeit hatte ich noch nicht so viele Abonnenten wie jetzt. Also das ist schon lang her. Wie viele Abonnenten hast du jetzt? 300.000. Mhm. Jetzt viel und vor
fast 5 Jahren kam Edeka auf mich zu und dort moderiere ich den jungen Kochkanal. Genau. Genau. Und ja, das macht sehr viel Spaß. Wir gehen jetzt ins 5. Jahr, was unfassbar ist, hätte ich niemals gedacht. Vor allem, weil ich, als ich da angefangen habe, nicht mal Spiegelei kochen konnte. Kurzes Update. Ich bin jetzt beauftragt worden, meinen Bienenstich zu machen. Und die anderen Hühner haben hier Darum. Das ist der Johann. Und ich habe hier meine Station und arbeite jetzt das erste Mal auch mit einer Kenwood Cooking Chef. Und wir gucken mal, wie es wird. Aber wir hatten jetzt gerade bestimmt eine Stunde Meet and Greet und haben einfach viel gequatscht. Und es war auch schon voll die schöne Runde. Also ich glaube, das wird so viel. Ich habe auch eine schöne Schürze. Vom Keksbäcker. Vom Keksbäcker. Jawohl, jetzt wird gegessen. Sorrows too. No more clouds, no more rain. I need sun to ease my pain. Before this night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. Komm rein, komm, einmal reinspringen. So, es ist so schön hier. So voll romantisch. Das Dinner an sich ist jetzt soweit zu Ende. Wir kommen jetzt zum entspannten Teil des Abends. Wir essen meinen, so ist glaube ich besser, meinen Bienenstich. Und ich wollte das dem Johann geben. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, das zu filmen, aber ich habe ihm auf jeden Fall eine mitgebracht. Wollte ihm damit eine kleine Freude machen. Auf geht's, das ist so schön! Wir haben, ich glaube, 8:45 oder sowas. Huch, sorry. Und also wir sind immer noch hier und wir sitzen einfach in so einer ganz entspannten Runde. Und der Johann sitzt die ganze Zeit neben mir. Ich weiß, also irgendwie, wir haben einfach viel gequatscht. Viel über einfach das ganze Online-Ding, weil er das, vielleicht erkläre ich euch das auch nachher nochmal, weil er das einfach ein bisschen besser verstehen möchte, einfach da noch nicht so richtig hintersteht. Darüber haben wir gesprochen und weiß ich nicht, einfach, er hat gefragt, ob es mir gefallen hat und auch der Producer hier quasi ist es, glaube ich, hat auch gefragt, hat es dir gefallen oder gefällt es dir? Und dann habe ich denen halt gesagt, so, ich werde euch nicht in Worte fassen können, wie viel es mir bedeutet, allein schon hier sein zu dürfen.
Und ich glaube, ich werde auch nie richtig erklären können, wie dankbar ich wirklich dafür bin. Und ja, wie sehr ich das einfach schätze. Also einfach ein ganz, ganz toller Tag. Ich weiß nicht, ich werde mich an sowas, glaube ich, nie gewöhnen können. Ich glaube, allzu lange machen wir nicht mehr. Was ich nicht so schlimm finde, weil ich turbomüde bin. Ich habe die Nacht auch mal wieder nur 5 Stunden geschlafen und bin ehrlich gesagt einfach ein bisschen Game Over. Das heißt, wir gucken mal, wie lange der Abend noch geht, aber ich melde mich auf jeden Fall nachher nochmal im Hotel bei euch. Hier war gerade das Klöchen, zeige ich euch das mal. Boah, in der Kamera sieht das so krass blau aus, das ist gar nicht der Fall. Aber das hier oben ist ein kleiner Shop. Hallo? Okay, es ist eigentlich nicht so blau, aber whatever. Mit verschiedenen Sachen. Kenwood. Dann hier rum auch nochmal. Den Gin produziert. Aha, jetzt ist schon ein bisschen. Hier die Farben sind richtig. Mit Gin und. Und wir haben auch, das zeige ich euch gleich auch noch, ein signiertes Buch bekommen und. So. Kommt hin. Ja. Wir sind jetzt hier auf dem Zimmer, habt ihr ja unschwer erkennen können. An sich ist der Abend jetzt vorbei. Wir würden uns eigentlich noch voll gerne, also wir Mädels auf jeden Fall, würden uns eigentlich noch voll gerne unten in diese Lobby oder sowas setzen. Das Problem ist aber, dass die das alles abgeschlossen haben, weil hier so einfach keine Servicekräfte sind. Es ist halt so ein ganz kleines privates Hotel, deswegen ist hier halt einfach nichts mehr los. Das heißt, wenn wir uns irgendwie treffen wollen, müssten wir das auf einem Zimmer machen. Vielleicht machen wir das auch gleich noch, ich weiß es noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall der Plan soweit. Gerade bin ich noch irgendwie relativ fit, aber ich glaube, wenn ich jetzt die nächsten 10 Minuten hier einfach erstmal ankomme und kurz durchatme, trifft mich wahrscheinlich gleich der Schlag. Ich bin mir überlegen, ob ich euch jetzt schon zeige, was ich mitgegeben bekommen habe oder... Ja, ich glaube, besser als jetzt wird es nicht. Nur eine kleine Mini-Goodie-Bag mitgegeben bekommen, aber darum geht's ja. Also darum ging es auch nicht. Und das, ich habe auch eigentlich gar nicht damit gerechnet, aber umso schöner ist es, dass wir trotzdem irgendwas in die Hand gedrückt bekommen haben. Ich habe meine, meine Schürze mitgenommen. Das ist zwar so eine ganz günstige, super dünne, billige Schürze, aber einfach, ich denke, ihr versteht mich, wenn ich die trotzdem mitnehmen wollte. Dann haben wir sein Magazin mitgegeben bekommen, wo ich gleich auf jeden Fall mal in aller Ruhe drin blättern werde. Dann haben wir seinen Wein mitgegeben bekommen. Ich finde das Label so turbo cool. Ist einfach sein Profil. Das ist auch das, was wir während des Dinners oder während des gesamten Abends getrunken haben. Aber ja, den haben wir mitgegeben bekommen. Es ist ein weißer Cuvée. Ich weiß halt nicht, was das heißt. Trocken. Highlight, klar. Das Buch von dem, wo der uns reingeschrieben hat. So krass, was der einfach für eine Handschrift hat. Richtig krass. Was dann auch ganz cool war, CW war so ein bisschen der Sponsor von diesem ganzen Tag hier und da haben wir diese diese hübschen Emaille-Tasten mitgegeben bekommen. Ich habe eine für mich und dann habe ich gefragt, ob ich eventuell noch eine haben kann, um die halt in der Community zu verlosen. Dann haben die mir direkt noch 2 mitgegeben. Das heißt, ich guck mal genau, wie ich es mache, wo ich die verlose, aber die habe ich auf jeden Fall auch noch mitgegeben bekommen. Und das war soweit alles.
Die Tasche ist irgendwie voll voll. Genau, hier ist noch die andere, aber... Da-da. Und darin haben wir auch getrunken, das hat mir nämlich auch geschmeckt, so ein Winterpunsch, irgendwie sowas Orangiges, auch mit Alkohol, aber es hat mir wirklich geschmeckt. Der war auch so, so schön warm und einfach, das ist das, was wir auf dem Foto hatten, wo dieses Gruppenfoto, das war wirklich lecker. Und jetzt bin ich einfach nur platt. Ich glaube, ich werde nie meine Dankbarkeit ausdrücken können für das, was ich zum Teil durch euch und durch meine harte Arbeit aber auch einfach erleben darf. Ist einfach krasser Scheiß. Geiler Scheiß. Ja. Ich guck mal, was jetzt gerade in die Gruppe geschrieben wurde und setze mich dann mit den Mädels wahrscheinlich vielleicht irgendwo noch zusammen und chill noch ein bisschen mit ihnen. Ich glaube, ich verabschiede mich aber jetzt schon aus dem Video für heute. Melde mich wahrscheinlich morgen dann im Auto nochmal bei euch. Mal gucken. Seht ihr jetzt im nächsten Clip. Man sieht gar nichts. Moment. Für mein Follow Me Around wird das eigentlich nur. Aber wir müssen nach da. Unsere Cola, Wasser und Kamillentee. Hallo! Hat uns sehr gemundet. Die beiden Tröten hier haben auch noch einen guten Kamillentee getrunken. Ja, der war richtig gut. Ich wollte gerade sagen, wir feiern richtig, richtig hart. Aber wir stellen fest, wie schön Guldenthal irgendwie ist. So voll romantisch irgendwie. Ja, guck mal hier. Wenn ich drehe mich mal. Ist eigentlich echt süß. Ist so voll hübsch beleuchtet überall. Und auf dem Weg zum Hotel. Wir laufen jetzt einen guten Kilometer. Nachtwanderung hier. Sind wir noch über so ein kleines Bächlein gelaufen. So, es ist echt nett auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich bereit fürs... Oh, oh, schwarzer Mann. Oh, creepy. Wir müssen einfach den leuchtenden Schuhen hinterher. Ich melde mich gleich im Zimmer nochmal. Wir haben 20 vor 12. Ich habe extra nochmal geguckt. Und wir sind zurück im Hotel. Ihr habt ja gesehen, unseren Heimweg. Und was soll ich sagen? Also ich will ja nicht... undankbar sein, wenn ich sage, dass der Highlight meines Tages oder eines der Highlights des Tages war, gerade Kamillentee zu trinken mit den Mädels, aber boah, war das eine schöne Runde und ich glaube, wir saßen jetzt noch mal eine gute Stunde auf zwei und haben einfach gequatscht, einfach richtig schön, so eine schöne Runde. Wir haben auch direkt eine WhatsApp-Gruppe gegründet, Guldenthal Finest und bleiben jetzt so auf jeden Fall noch weiter in Kontakt.